Graham Bonney met Supergirl. Graham, wie geht's heute Abend? Hallo. Hello, thank you very much. Hello. Bisschen zu viel gearbeitet, hä? Pass mal auf, Graham. Ich habe gerade gelesen, erstens einmal, dass Sie gerade einen sehr hohen Platz in einem nationalen Wettbewerb hier gewonnen haben. You just won a very high spot in a poll here recently for Supergirl last year. Congratulations. Did I really? Oh, it's all happening in Germany. Ja, ich wusste gar nichts davon, sehen Sie. So gut es läuft. Graham, wir haben uns vor, was, 3 oder 4 Monate, glaube ich, in München kennengelernt. Und da erzählten Sie mir, Sie sind erst seit ungefähr einem Jahr ein Solist. Vorher spielten Sie mit einem Band und seit einem Jahr sind Sie ein Solist. Ja? Sie verstehen, was ich meine? Klar, ja? Ja. So, ungefähr. Gut, ich erkläre das. Ich wollte wissen, was die Unterschiede sind zwischen ein Mitglied von einem Band von 5, 6 Leuten und als Solist aufzutreten, privat sowie beruflich. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, das muss wiederholt werden auf Englisch. What is like the difference being between being a soloist and working with a band, privately as well as professionally, what are the differences? Well, there's the obvious difference that the mere fact that you are one and not five, you're constantly watched by everybody. When you're in a group, you can, if you don't feel particularly well one particular night, you can slip into the background and let the other four take it. But when you're on your own, you're on your own. Graham hat sehr, sehr schön ausgedrückt. Er sagte, es ist möglich, wenn man in einem Band spielt und sich an diesem Abend gerade nicht so sehr gut fühlt, ja, nicht so gut beisammen ist, kann man ein bisschen faulhänzen, ja. Aber als Solist geht das leider nicht. Graham, wir bedanken uns herzlich. Vielleicht sehen wir uns bald wieder, ja. Thanks very much. Wunderbar. Dankeschön. Graham Bonney. Sehr schön.